Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir hier bei Your Next Hotel. Mein Name ist Christopher und ich bin mal wieder für euch unterwegs, und zwar in Ägypten, in Hurghada, und darf euch heute das Hotel Alf Laila Walaila vorstellen, das im Übrigen bedeutet 1001 Nacht. Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Let's go! Und denkt doch daran, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank! Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit durch die Hotelanlage. Und zwar, so wie ihr es hier oben erkennen könnt, sind die Zimmer angeordnet. Unten habt ihr dann Einkaufsmöglichkeiten und man wird wirklich wie durch so kleine Gässchen geleitet, wie bei 1001 Nacht. Let's go! Und das ist im Übrigen so ein bisschen, ja, wie so das Stadtkern oder das Stadtzentrum. Ihr habt hier einmal das Jazz, das ist eine Bar, dort bekommt ihr immer Getränke. Und des Weiteren gibt es hier noch das Columbus, und hier gibt es wirklich tagsüber tollen und leckeren Kaffee. Zu dem großen Pool in der Mitte habt ihr noch diversere kleine Pools, und hier fühlt man sich wie in einem Riad, denn die Zimmer sind rundherum angeordnet und in der Mitte zentriert ist dann der Pool. An dieser Stelle habe ich nur noch etwas für dich. Und zwar, um dich bei deiner Buchung zu unterstützen, packe ich dir gerne unten in die Videobeschreibung einen Link. Du hast die Möglichkeit, dieses Hotel oder auch ein anderes Hotel als Pauschalreise oder nur das Hotel zu buchen. Klicke jetzt hier unten in den Link in der Videobeschreibung. Du gelangst zu verschiedenen Vergleichs- bzw. Buchungsportalen, findest die identischen Preise und kannst deinen Traumurlaub buchen. Ich möchte betonen, dass dir hierbei keinerlei Zusatzkosten entstehen, aber du könntest mich als YouTube-Creator unterstützen. Falls du Fragen dazu hast, melde dich gerne jederzeit bei mir. Ich sitze gerade auf der Terrasse unseres Erdgeschosszimmers und gucke auf einen der 7 Pools, und ich freue mich nun wahnsinnig darauf, euch mein Zimmer vorstellen zu dürfen. Let's go! Ja, und zwar gleich, wenn man da reinkommt, haben wir hier einmal 2 Singlebetten. Es gibt hier noch einen Tisch sowie einen Sessel. Dann haben wir hier den Schrank mit integriert und es gibt nochmal einen Mini-Safe. Des Weiteren haben wir hier einen Schreibtisch, eine TV und eine Minibar, die bei All-Inclusive mit inkludiert ist. Des Weiteren gibt es eine Kaffee- und Teestation. Und jetzt zeige ich euch noch das Badezimmer, denn das Badezimmer ist besonders, beziehungsweise das Zimmer ist auch etwas Besonderes. Denn wir haben hier ein Badezimmer für eingeschränkte Personen, deswegen haben wir auch ein niedriges Waschbecken. Es gibt einen schönen großen Spiegel, und Föhn, Spiegel sowie Beauty-Utensilien sind einfach alles niedriger angelegt. Des Weiteren haben wir hier eine schöne große Dusche mit breitem Zugang, und die Dusche verfügt ebenfalls noch über eine Sitzmöglichkeiten. Des Weiteren gibt es auch Spritzdüsen, die auf den Körper zeigen. Der Hauptpool der Hotelanlage ist wirklich gigantisch. Und zwar hat man es strandähnlich angelegt durch eine kleine Rampe. Des Weiteren hat man das Gefühl, dass der Pool in einem Felsen integriert worden ist. Und der Pool wurde auf 2 Ebenen errichtet. Des Weiteren gibt es hier ebenfalls noch eine Bühne. Ihr seid auf der Suche nach einem tollen Unterhaltungsprogramm, dann seid ihr hier genau richtig. Schaut euch diese Bühne im XXL-Format an, und man hat im Hintergrund ja Ägypten kreiert mit einer Sphinx. Des Weiteren gibt es eine Bar, und ihr habt hier ganz viele Sitzplätze, und von jedem Sitzplatz hat man wirklich einen tollen Blick auf diese gigantische Bühne. Der Kinder-Aquapark ist wirklich super schön angelegt. Und zwar habt ihr Kleinen die Möglichkeit, von diesen beiden Rutschen runter zu rutschen und einen kleinen Wettkampf zu machen. Des Weiteren könnt ihr klettern, und hier oben läuft auch immer ein Eimer voll mit Wasser, der regelmäßig für kühles Nass sorgt. Es gibt hier noch eine Wippe, und es gibt auch Pilze, von denen immer Wasser heruntersprudelt.
Worauf ich noch sehr gerne eingehen würde, ist, dass das Hotel sich nicht in direkter Strandlage befindet. Ist aber gar kein Problem, denn ein Shuttle bringt euch alle 20 Minuten direkt hinunter zum Strand, wo es ebenfalls auch eine Bar gibt und ihr immer erfrischende Getränke bekommt. Dann wollte ich noch ein bisschen Werbung machen für mich und meinen Kanal. Schaut doch gerne mal ein bisschen durch, vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ein Hotel, das dann dein nächstes sein könnte. Und es wäre super, würdet ihr mich unterstützen, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert. Vielen Dank. Ich habe für euch noch ein paar Informationen zum Hotel. Und zwar verfügt das Hotel über 566 Zimmer. Und ja, es wurde in Form einer Medina aufgebaut. Das heißt, man wird hier immer wieder durch so kleine Gassen geschlängelt. Dort integriert sind die Zimmer, aber auch verschiedene Shops und Restaurants. Und es gibt auch immer wieder so kleine Poolanlagen wie in einem Riad zum Beispiel. Des Weiteren verfügt das Hotel über kein à la carte Restaurant, aber es gibt 4 Buffet-Restaurants, die thematisch unterschiedlich bezogen sind. Italien, asiatisch, Fisch, aber auch mediterran. Der Spa ist wirklich ein Spa der absoluten Superlative. Schaut euch diesen Indoor-Pool an. Es gibt hier noch ein ganz großes Fitnessstudio und jetzt zeige ich euch noch das Beste. Und zwar haben wir hier nochmal eine Trockensauna, eine Dampfsauna, eine weitere Trockensauna und nochmal eine Dampfsauna. Es gibt hier hinten noch Duschen und wir haben hier einen Relax-Bereich, wo man auch mal ein Getränk zu sich nehmen kann. Ja, ich war jetzt schon wirklich sehr viel am Reisen, aber so einen privaten Spa habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Er ist wunderschön, er ist total modern und neu eingerichtet. Wir haben hier 2 Behandlungsliegen. Des Weiteren gibt es hier eine Trockensauna, eine Dampfsauna und einen Jacuzzi und es ist wirklich ja, ein Private Spa im XXL-Format, würde ich mal sagen. Das war's auch schon wieder von mir hier bei Your Next Hotel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen und einen Kommentar. Und das Wichtigste ist natürlich, unterstützt mich, indem ihr mich und meinen Kanal abonniert. Und freut euch auf noch ganz, ganz viele weitere Videos hier bei Your Next Hotel. Ciao!